Camaradas del Congreso de Linke. Liebe Genossinnen und Genossen des Bundeskongresses der Linken. Decía el escritor católico inglés G.K. Chesterton y también humorista que el cristianismo no ha fracasado porque no se había puesto en práctica. También yo digo lo mismo a los que me hablan del fracaso del comunismo de Marx. No ha fracasado porque no se ha puesto en práctica. A pesar de eso, yo sigo siendo cristiano y sigo creyendo en el comunismo. Der katholische englische Schriftsteller und Humorist G.K. Chesterton sagte einmal, dass das Christentum nicht gescheitert sei, denn es sei ja noch nie in die Praxis umgesetzt worden. Gleiches sage ich auch jenen, die vom Scheitern des marxischen Kommunismus sprechen. Er ist nicht gescheitert, denn er ist noch nie in die Praxis umgesetzt worden. Dennoch bleibe ich weiter Christ und dennoch glaube ich weiter an den Kommunismus. Me declaro comunista y cristiano, pero la verdad es que los primeros cristianos fueron los primeros comunistas. Lucas nos dice que entre ellos no había pobres y que a cada uno se le daba según sus necesidades, la misma definición que muchos siglos después Marx haría del comunismo. Ich bekenne mich als Kommunist und als Christ, doch eigentlich waren die ersten Christen die ersten Kommunisten. Bei Lukas heißt es, dass es unter ihnen keine Armen gab und jedem wurde nach seinen Bedürfnissen gegeben. Das ist dieselbe Art und Weise, in der viele Jahrhunderte später Marx den Kommunismus definierte. En realidad el comunismo tiene un origen cristiano. Fue una aberración el que a este cristianismo después lo hicieran anticomunista. El mexicano José Porfirio Miranda, teólogo de izquierda y experto en Biblia, en su libro El comunismo en la Biblia, escribe: ¿Qué especie de locura se ha abatido sobre el mundo occidental para que combata como a su máximo enemigo lo que es el proyecto cristiano por excelencia? Dice él que cuando la propaganda política presenta al comunismo como inseparable del materialismo, niega la evidencia de que durante 18 siglos existió la idea del comunismo sin ningún materialismo. ¿Por qué va a ser materialista tener todas las cosas en común? Que el comunismo no puede separarse del materialismo es una falsedad monstruosa como la de Hitler, también afirma él. O en todo caso, el primer materialista fue Cristo cuando dijo, tuve hambre y no me disteis de comer. Tatsächlich hat der Kommunismus einen christlichen Ursprung. Es war eine grobe Verfälschung, dass man das Christentum später antikommunistisch ausrichtete. Der Mexikaner José Porfirio Miranda, linker Theologe und Bibelexperte, schreibt in seinem Buch Der Kommunismus in der Bibel, welche Art von Wahnsinn hat die westliche Welt befallen, dass sie als ihren Hauptfeind das bekämpft, was das christlichste aller Konzepte ist. Und er sagt weiter, dass die politische Propaganda, die den Kommunismus als untrennbar vom Materialismus darstellt, unterschlägt, dass 18 Jahrhunderte lang die Idee des Kommunismus ohne irgendeinen Materialismus existierte. Warum soll es materialistisch sein, alles gemeinsam zu besitzen? Dass der Kommunismus nicht vom Materialismus getrennt werden kann, ist eine so ungeheure Lüge wie die Lügen Hitlers, bekräftigt auch derselbe Miranda. Und auf jeden Fall war dann Christus der erste Materialist, weil er sagt, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. El mismo Miranda nos hace ver que el enfrentamiento es entre dos interpretaciones de la Biblia, no entre cristianos y ateos. Con la diferencia de que nosotros tomamos el mensaje de Cristo a la letra. A quienes nos achacan que nos importa más el cambio de estructura que el de la persona, Él nos dice que habría que responderle que el cambio de estructura social es el medio indispensable para cambiar a la persona. El hecho fundamental es que la Biblia nos enseña el comunismo. Miranda ist es auch, der uns darauf hinweist, dass der Widerspruch zwischen zwei unterschiedlichen Interpretationen der Bibel besteht, nicht aber zwischen Christen und Atheisten. Mit dem Unterschied,
dass wir die Botschaft Christi sehr genau nehmen. Denen, die uns vorwerfen, dass uns die Veränderung von Strukturen wichtiger sei als diejenige der Person, ist Miranda zufolge zu antworten, dass die Veränderung der sozialen Struktur unverzichtbares Mittel dafür ist, auch die Person zu verändern. Die grundlegende Tatsache aber ist, dass die Bibel uns den Kommunismus lehrt. Lucas nos dice de los primeros cristianos, todos los creyentes tenían todo en común y también ni uno solo decía ser suya cosa alguna, lo cual revela que el comunismo fue universal, no de unos cuantos, todos los creyentes. Para ser cristiano la condición era el comunismo. Ser cristiano era optativo, nadie era obligado a hacerlo, pero para el cristiano el comunismo era obligatorio, lo cual es acorde con las palabras de Cristo: todo aquel que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Lukas berichtet uns von den ersten Christen. Alle aber, das ist ein Zitat, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hielten alle Dinge gemein. Und weiter, keiner sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären. Was zeigt, dass der Kommunismus von allen geteilt wurde und nicht nur einigen wenigen vorbehalten war. Alle, die gläubig waren. Der Kommunismus war Vorbedingung, um Christ zu sein. Christ zu sein war die freie Entscheidung jedes Einzelnen. Niemand wurde dazu gezwungen. Doch für jeden Christen war der Kommunismus Pflicht. Was mit den Worten Christi übereinstimmt: ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. También es un hecho que la Biblia está siempre condenando a los ricos, aunque las traducciones muchas veces la traicionan. Con frecuencia por ricos se traduce en malhechores, y con ello se oculta la condena. No hay ningún problema que se condene a los malhechores. También en Alemania, la Biblia de Zurich, una de las más divulgadas aquí, practica este ocultamiento, y donde el texto habla de ricos, se traduce por malhechores. Es ist auch eine Tatsache, dass die Bibel die Reichen immer wieder verurteilt, auch wenn die Bibelübersetzungen dies oft verfälschen. Nicht selten wird Reiche mit Übeltäter übersetzt, womit die Verurteilung verdeckt wird. Es ist sicher nicht falsch, Übeltäter zu verurteilen. Auch in Deutschland übt sich die Zürcher Bibel, eine der verbreitetsten hier, in dieser Praxis des Versteckens, und dort, wo der Text von Reichen spricht, steht Übeltäter. Los ricos son los injustos en la Biblia. Rico es igual a injusto. El profeta Habacuc dice que son los que convierten el derecho en amargura. También dice de ellos que le van quitando al pobre pequeñas porciones de trigo. O sea, que lo están haciendo cotidianamente y lo hacen en forma legal mediante un sistema injusto. Y por eso es que convierten el derecho en amargura. Es el despojo permanente del Kapitalismo. Die Reichen sind in der Bibel die Ungerechten. Reich ist gleichbedeutend mit ungerecht. Der Prophet Habakuk sagt, sie sind die, die das Recht in Bitternis verwandeln. Und er sagt über sie, dass sie dem Armen kleine Mengen Weizen wegnehmen. Das heißt, sie tun dies Tag für Tag und sie tun es auf legale Weise durch ein ungerechtes System. Deshalb verwandeln sie das Recht in Bitternis. Das ist der permanente Diebstahl, der permanente Raub des Kapitalismus. Igualmente dice Jeremías, no hicieron justicia, el derecho del huérfano atropellaron, no respetaron la justicia de los pobres. Genauso sagt es auch Jeremias. Sie taten keine Gerechtigkeit, das Recht des Weisen traten sie mit Füßen, sie achteten nicht die Gerechtigkeit der Armen. En la Biblia, la acumulación de la riqueza es por el despojo, y de allí que decir rico es decir injusto. Por eso es que en la Biblia se condena al rico únicamente por ser rico, sin que sea necesariamente un mal rico. Por eso también rico simplemente es igual a injusto. Decir injusto es decir rico. In der Bibel wird Reichtum durch Diebstahl, durch Raub angehäuft. Deshalb bedeutet reich ungerecht. Deswegen verurteilt die Bibel den Reichen allein deshalb, weil er reich ist, ohne dass er unbedingt ein schlechter Reicher sein muss. Deswegen ist reich auch ganz einfach dasselbe wie ungerecht. Ungerecht hat dieselbe Bedeutung wie reich. También la Biblia muchas veces es falseada intencionalmente, incluyendo la Biblia de Zurich.
cuando se traduce injusto por ateo. De esa manera, pareciera que se condena a los ateos, no a los ricos, a pesar de que se da el caso que muchos de esos ricos de la Biblia no son ateos. Oft wird die Bibel auch bewusst gefälscht, auch die Züricher Bibel, in dem ungerecht mit gottlos übersetzt wird. Auf diese Weise wird der Eindruck erweckt, als ob die Atheisten verurteilt würden, nicht die Reichen, auch wenn viele dieser Reichen der Bibel keine Atheisten sein mögen. El apóstol Santiago nos dice en su epístola expresamente, no son los ricos los que os oprimen y los que os llevan a los tribunales. Lo de los tribunales es porque están operando mediante la ley. La ley está de su parte y ese despojo de los ricos es hecho legalmente por un sistema injusto. Por eso es que para la Biblia el rico es injusto simplemente por ser rico. Der Apostel Jakobus sagt uns in seinem Brief ausdrücklich, sind nicht die Reichen die, die Gewalt an euch üben und ziehen euch vor Gericht? Die Erwähnung des Gerichts geschieht deshalb, weil sie die Gesetze nutzen. Das Gesetz ist auf ihrer Seite und der Raub, den die Reichen begehen, findet im Rahmen eines Unrechtssystems auf legale Weise statt. Deshalb ist für die Bibel der Reiche schon allein dadurch ungerecht, dass er reich ist. También se ha creado una funesta equivocación por el hecho de que Mateo llama reino de los cielos a lo que los otros evangelistas llaman reino de Dios. Lo hace por la costumbre judía de no mencionar por respeto el nombre de Dios, por no decir Dios dice el cielo. Pero eso no es de ninguna manera que el reino esté en otro mundo. Cristo continuamente nos está diciendo que el reino viene a la tierra. Y al enseñar la oración del Padre Nuestro nos dice que pidamos que venga, no que nosotros vayamos a él. Auch ist ein unheilvolles Missverständnis dadurch entstanden, dass Matthäus Himmelreich nennt, was die anderen Evangelisten Reich Gottes nennen. Er tut dies wegen der jüdischen Tradition, aus Respekt den Namen Gottes nicht zu erwähnen. Um nicht Gott zu sagen, sagt er Himmel. Aber das heißt keinesfalls, dass dieses Reich in einer anderen Welt ist. Christus sagt uns immer wieder, dass das Reich auf die Erde kommt. Indem er uns das Vaterunser beten lernt, sagt er uns, wir sollen darum bitten, dass es kommt, nicht, dass wir dorthin gehen sollen. La verdadera traducción no es reino, sino reinado de Dios. No es como decir el reino de Francia, sino el reino de los Borbones. Significa la abolición de todo otro poder político y la instauración de un sistema nuevo. Hay teólogos actuales que dicen que la expresión reino de Dios que usaba Jesús era muy semejante a lo que ahora es la palabra revolución. Era algo igualmente subversivo y tanto que fue lo que lo llevó a la muerte. Die richtige Übersetzung ist nicht Reich, sondern Herrschaft Gottes. Es ist nicht so, als sage man Frankreich, sondern vielmehr, als spreche man von der Herrschaft oder der Regierungszeit der Bourbonen. Es bedeutet die Abschaffung jeglicher anderen politischen Macht und die Errichtung eines neuen Systems. Einige heutige Theologen meinen, dass der Ausdruck Reich Gottes, den Jesus gebrauchte, sehr ähnlich dem heutigen Wort Revolution ist. Der Begriff war genauso subversiv, so sehr, dass er ihm den Tod brachte. También ahora está muy claro que cuando Jesús dice a Pilatos que su reino no es de este mundo, no dice que esté en otra parte. En griego esta expresión de significa origen. San Agustín lo expone con mucha claridad. Jesús no dice que su reino no está en este mundo, sino que no procede de este mundo. Inzwischen ist auch ganz klar, dass Jesus, wenn er zu Pilatus sagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, nicht sagt, dass es irgendwo anders ist. Im Griechischen deutet dieser Ausdruck von auf die Herkunft. Der heilige Augustin erklärt es ganz deutlich. Jesus sagt nicht, dass sein Reich nicht in dieser Welt ist, sondern dass es nicht aus dieser Welt kommt. Ponerlo en otro mundo fue una traición al Evangelio. El reino será una sociedad justa, perfecta y una sociedad sin clases. Por eso yo he dicho en un poema, comunismo o reino de Dios en la tierra, que es lo mismo. Es in eine andere Welt zu verweisen, war ein Verrat am Evangelium. Das Reich wird eine gerechte, perfekte Gesellschaft sein und eine Gesellschaft ohne Klassen. Deshalb habe ich in einem Gedicht geschrieben, Kommunismus oder Reich Gottes auf Erden, das ist dasselbe.
Ya era tiempo que convergieran cristianos y marxistas como lo había profetizado el paleontólogo y místico Teilhard de Chardin. Los cristianos tarde hemos llegado al marxismo, pero hemos llegado para quedarnos. Mejor dicho, hemos vuelto a nuestras raíces. No había hecho ver Engels que el ascetismo del cristianismo primitivo era una protesta contra los ricos. El sacerdote Cardonel declaró al regresar de China: he visto lo que habría sido la cristiandad si hubiera tomado en serio la enseñanza de Cristo. Es ist längst überfällig, dass Christen und Marxisten zusammengehen, so wie es der Paläontologe und Mystiker Teilhard de Chardin schon prophezeite. Wir Christen sind spät zu Marxismus gekommen, aber wir sind gekommen, um zu bleiben. Besser gesagt, wir sind zu unseren Wurzeln zurückgekehrt. Hatte nicht schon Engels darauf hingewiesen, dass das Asketentum der Urchristen ein Protest gegen die Reichen war? Der Priester Cardonel erklärte bei seiner Rückkehr aus China: ich habe dort gesehen, was die Christenheit geworden wäre, wenn es die Lehre Christi ernst genommen hätte. Del comunismo venimos. Comunistas son nuestras fuentes, los santos padres. San Gregorio de Nisa dice que al principio el mío y el tuyo, estas palabras funestas eran extrañas. Y San Basilio: una sociedad perfecta es la que excluye toda propiedad privada. Todas las cosas que hay en el mundo debieran ser de uso común, dice Clemente Romano. Y San Ambrosio de Milán: el Señor ha querido que esta tierra fuera la posesión común de todos los hombres. Y Crisóstomo: que la comunidad de bienes es una forma de existencia más adecuada a la naturaleza humana que la propiedad privada. Vom Kommunismus kommen wir her. Kommunistisch sind unsere Wurzeln, die heiligen Väter. Der heilige Gregor von Nisa sagt, dass zu Beginn das Mein und Dein, diese unseligen Wörter, fremd gewesen seien. Und der heilige Basilius sagt: eine perfekte Gesellschaft ist die, die jegliches Privateigentum ausschließt. Alle Dinge, die es auf dieser Welt gibt, sollen allen zur Verfügung stehen, sagt Clemente Romano. Der heilige Ambrosius von Mailand meint: der Herr hat gewollt, dass diese Erde gemeinsamer Besitz aller Menschen sei. Und Chrysostomus sagt, dass die Gütergemeinschaft eine der menschlichen Natur angemessene Daseinsform ist als das Privateigentum. Una vez que visité el monasterio benedictino de María Lac, el abad me preguntó cómo era que yo defendía el comunismo y le respondí que la orden de ellos era comunista si aún eran fieles a la regla de San Benito, la cual habla de el perverso vicio de la propiedad privada. Als ich einmal das Benediktinerkloster María Lac besuchte, fragte mich der Abt, weshalb ich den Kommunismus verteidigte. Ich antwortete ihm, dass sein Orden ja auch kommunistisch sei, wenn sie der Regel des heiligen Benedikt noch treu seien, die vom perversen Laster des Privateigentums spricht. La humanidad fue socialista hasta que hubo la propiedad privada. Tiene razón el teólogo Leonardo Boff cuando dice: los ideales socialistas están enraizados en los sustratos más profundos de este animal político que es el ser humano. Allí se alimentan peligrosas utopías. Ahora, muchos no se atreven a hablar de marxismo, ni aún de socialismo, mucho menos de comunismo, pero yo he observado que entre las izquierdas, los cristianos de izquierda son los que menos se han descorazonado ante la debacle de la Unión Soviética y la Europa del Este. Los últimos en llegar al marxismo son los que más han mantenido su confianza inquebrantable. Die Menschheit war sozialistisch, bis das Privateigentum entstand. Der Theologe Leonardo Boff hat recht, wenn er sagt: die sozialistischen Ideale sind tief in diesem politischen Wesen verwurzelt, das der Mensch ist. Dort werden gefährliche Utopien genährt. Heute trauen sich viele nicht vom Marxismus zu sprechen, auch nicht vom Sozialismus und viel weniger noch vom Kommunismus. Doch habe ich beobachtet, dass es innerhalb der Linken die linken Christen sind, die angesichts des Debakels der Sowjetunion und Osteuropas den Mut am wenigsten haben sinken lassen. Diejenigen, die als Letzte zu Marxismus kamen, sind gleichzeitig die, die eine unverbrüchliche Hoffnung behalten haben. Creo que para los cristianos no hay otra opción más que el socialismo. Creo que el siglo XXI será el de un nuevo marxismo y un cristianismo renovado, un cristianismo marxista.
Ich glaube, dass es für die Christen keine andere Option als den Sozialismus gibt. Ich glaube, das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert eines neuen Marxismus und eines erneuerten Christentums werden, eines marxistischen Christentums. En Nicaragua tuvimos una revolución marxista y cristiana. De inspiración marxista-leninista fue apoyada masivamente por los cristianos y aún tuvo sacerdotes en el gobierno. Para muchos que la vimos, fue tal vez la revolución que la vivimos, fue tal vez la revolución más bella que ha habido. Ciertamente es la más que más solidaridad ha tenido en el extranjero y la que ha provocado más cariño en el mundo entero. In Nicaragua haben wir eine marxistische und christliche Revolution erlebt. Sie war marxistisch-leninistisch inspiriert und wurde breit von den Christen unterstützt. Es gab sogar Priester in der Regierung. Für viele von uns, die wie sie erlebten, war sie vielleicht die schönste Revolution der Welt. Ganz sicherlich war es diejenige, welche die meiste Unterstützung aus aller Welt erhalten hat und die in der ganzen Welt die meiste Sympathie hervorrief. Esta revolución fue frustrada por la injerencia de los Estados Unidos, que presionando a la población con la guerra, el embargo económico y el bloqueo, logró influir en unas elecciones democráticas a favor de un cambio de gobierno. Pero lo más grave fue que lo que hubo después, el que esta derrota electoral desmoralizara a una parte de la alta dirigencia de la revolución, la que perdió la moral enriqueciéndose con enormes robos antes de entregar el poder al nuevo gobierno, con lo cual el Partido Sandinista dejó de ser revolucionario. Por esa razón, muchos renunciamos a él y ahora posiblemente el 80% de los sandinistas se encuentran fuera del partido. Diese Revolution wurde durch die Intervention der USA zu Fall gebracht, die die Bevölkerung durch Krieg, Wirtschaftsembargo und Blockade dermaßen unter Druck setzten, dass sie in demokratischen Wahlen einen Regierungswechsel herbeiführen konnten. Doch das Schlimmste kam erst danach. Diese Wahlniederlage demoralisierte einen Teil der wichtigsten Revolutionsführer so sehr, dass sie jegliche Moral verloren und sich durch eine Welle der Korruption bereicherten, bevor sie die Macht an die neue Regierung übergaben, wodurch die sandinistische Partei aufhörte, revolutionär zu sein. Aus diesem Grunde sind viele von uns aus der FSLN ausgetreten und heute sind vielleicht 80% der Sandinisten nicht mehr in der Partei. Muchos en el extranjero piensan equivocadamente que la misma bella revolución de antes ha vuelto al poder. La verdad es que no hay ninguna revolución, ni hay sandinismo, ni ningún gobierno de izquierda en Nicaragua. Actualmente en América Latina han surgido nuevos gobiernos de izquierda que están logrando la segunda independencia, la del imperialismo norteamericano, después de la primera, que fue del Imperio Español, pero de ninguna manera puede ponerse a la par de ellos el gobierno de Nicaragua. A este se le llama allá de Ortega Murillo, porque es el de una pareja matrimonial y sus hijos que constituyen una dictadura familiar. Ellos han amasado una inmensa fortuna que los analistas no pueden calcular y controlan todos los poderes del Estado, a excepción, al menos por el momento, de las Fuerzas Armadas. Im Ausland meinen heute viele irrtümlicherweise, dass dieselbe wunderbare Revolution jetzt wieder an der Macht ist. In Wahrheit gibt es jedoch keine Revolution, keinen Sandinismus und keine Regierung der Linken. In den letzten Jahren sind in Lateinamerika neue linke Regierungen entstanden, die dabei sind, eine zweite Unabhängigkeit herbeizuführen. Diejenige vom nordamerikanischen Imperialismus nach der ersten vom spanischen Kolonialreich. Doch lässt sich die nicaraguanische Regierung auf gar keinen Fall mit ihnen vergleichen. Diese nennt man in Nicaragua selbst die Regierung Ortega Murillo, weil sie die Regierung eines Ehepaars und seiner Kinder ist, die eine Familiendiktatur errichtet haben. Sie haben ein unermessliches Vermögen angehäuft, das die politischen Analysten nicht einmal abschätzen können, und sie kontrollieren alle Staatsgewalten, außer zumindest bis jetzt die Streitkräfte. Si viajan a Nicaragua, la verán llena de cartelones con gigantescas fotografías presidenciales, lo que les hará evidente que es un país dominado por el culto a la personalidad y el autoritarismo. Wer nach Nicaragua reist, wird die Plakatwände mit den riesigen Fotos des Präsidenten sehen und erkennen, dass es ein vom Personenkult und Autoritarismus beherrschtes Land geworden ist.
Cuando hubo revolución, Nicaragua tuvo una gran solidaridad alemana de las dos Alemanias, porque Alemania entonces estaba dividida en dos. Ahora que no hay revolución, se necesita igualmente esa solidaridad y aún más que antes para que vuelva a ser lo que fue. Pero debe ser una solidaridad con el pueblo y no con el gobierno, porque en nuestro caso no se puede confundir el pueblo con el gobierno. Während der Revolution in Nicaragua gab es eine große Solidarität aus Deutschland, aus beiden deutschen Staaten, denn damals war Deutschland ja geteilt. Jetzt, wo es keine Revolution mehr gibt, brauchen wir die Solidarität genauso und sogar noch mehr als früher, damit sie wieder so wird, wie sie war. Doch muss die Solidarität dem Volk gelten und nicht der Regierung, denn in unserem Fall kann man das Volk nicht mit der Regierung gleichsetzen. Y muy diferente es el caso de los otros países donde sí hay revolución en el gobierno. Durante mucho tiempo solo Cuba era independiente de los Estados Unidos. Ahora la Venezuela del presidente Chávez tiene una revolución bolivariana que significa retomar el proyecto inconcluso de Bolívar de unir en un solo bloque a todos los países de América Latina para contraponerla a la del norte. Ganz anders ist da der Fall der anderen Länder, in denen tatsächlich eine Revolution an der Regierung ist. Lange Zeit war nur Kuba unabhängig von den Vereinigten Staaten. Jetzt gibt es in Venezuela des Präsidenten Hugo Chávez eine bolivarianische Revolution, die das unvollendete Projekt von Simón Bolívar wieder aufnimmt, alle Länder Lateinamerikas in einem einzigen Bündnis zu vereinen, um sich gegen den Norden wehren zu können. Los medios capitalistas han falseado la imagen de Hugo Chávez. Die Medien, die kapitalistischen Medien haben das Image, das Bild von Hugo Chávez gröblich verfälscht. Han hecho una caricatura de él y lo presentan como un bufón. Sie haben aus ihm eine Karikatur gemacht und stellen ihn wie einen Clown, wie einen Hofnarr vor. Y esa es una falsa imagen. Das ist ein völlig falsches Bild. Él es un hombre sumamente culto. Ist ein sehr gebildeter Mann. Es un gran orador como Fidel Castro. Ein großer Redner wie Fidel Castro auch. Que puede estar hablando 5, 6, 7 horas y el público lo oye fascinado. Der 6, 7 Stunden reden kann und die Menschen hören ihm fasziniert zu. Pero no imita a Fidel en su oratoria. Fidel es siempre serio. Aber er imitiert Fidel nicht. Fidel ist immer sehr ernst. Chávez tiene mucho humor. Chávez hat großen Sinn für Humor. Es jocoso. Er ist einfach witzig. Recita poema. Und zitiert Gedichte. Canta. Singt. También habla mucho de Jesucristo. Spricht oft über Christus. Hace muchas citas también de Cristo, muchas veces diciendo cosas que Cristo nunca dijo. Und zitiert auch oft Christus und sagt da viele Sachen, die Christus nie gesagt hat. Pero las dice en el Espíritu de Cristo. Aber er sagt sie im Geiste Christi. El Ecuador de Correa es otro gobierno que también se ha declarado socialista. Die Regierung Rafael Correas in Ecuador ist eine weitere Regierung, die sich sozialistisch erklärt hat. En Bolivia se ha dado el caso insólito que creíamos que jamás sucedería. Un indio aymara es presidente. También parece un milagro que en el Paraguay de las largas dictaduras ahora un obispo de la liberación sea presidente. Y qué decir de Uruguay, más recientemente, con un guerrillero Tupamaro presidente, mientras el Brasil lo gobierna un líder sindical de izquierda, por lo que me atrevo a decir que el futuro de América Latina y del mundo será socialista. In Bolivien ist der unglaubliche Fall eingetreten, den wir nie für möglich gehalten hätten. Ein Aymara-Indio Evo Morales ist Präsident geworden. Und genauso scheint es wie ein Wunder, dass in Paraguay nach so vielen Diktaturen jetzt ein Bischof der Befreiung Präsident ist. Nicht zu reden von Uruguay, wo erst vor kurzem ein Tupamaro Guerrillero Präsident geworden ist. Unterdessen regiert in Brasilien ein linker Gewerkschaftsführer. Aus allen diesen Gründen wage ich zu sagen, dass die Zukunft Lateinamerikas und der Welt sozialistisch sein wird. Dije anteriormente que revolución era lo mismo que decir reino de los cielos.
Yo creo en un reino de los cielos que será en esta tierra, pero creo también en el cielo. Basta que miremos arriba en la noche y lo estamos viendo. Son esos millones de estrellas con planetas habitados, con evoluciones y revoluciones como en el nuestro. La Tierra y todo el cosmos, la sociedad de planetas habitados, es el reino de los cielos. Ich habe vorhin gesagt, dass Revolution zu sagen dasselbe war wie Himmelreich zu sagen. Ich glaube an ein Himmelreich, das auf dieser Erde sein wird. Aber ich glaube auch an den Himmel. Wir brauchen nur nachts nach oben zu schauen, dann sehen wir ihn. Es sind diese Millionen von Sternen mit bewohnten Planeten, mit Revolutionen und Evolutionen wie auf der unseren. Die Erde und der gesamte Kosmos, die Gemeinschaft der bewohnten Planeten, das ist das Himmelreich. Ja.